sind hier, um gemeinsam, also es ist eine Open Mic, das gibt's auch in Amerika, in England, es ist die Speakers Corner, wo Menschen miteinander reden. Normalerweise bei der Speakers Corner ist es so, dass nur einer redet, um eben seine Ideen und seine Meinung den anderen zu offenbaren. Hier haben wir eine Open Mic. Das heißt, wenn zwei Menschen oder drei Menschen oder vier Menschen unterschiedlicher Meinung sind, dann können sie sich hier gemeinsam austauschen. Ich weiß ja nicht, wie du da denkst, aber ich frage mich schon lange, was wollen eigentlich so, was wollen die eigentlich? Nein, was, so Minderheiten. Nein, was wollen die? Und wirklich aneinander reiben, immer miteinander und positiv natürlich und vor allen Dingen respektvoll. Und ja, das ist eben eine Open Mic, also ein offener Austausch. Das haben wir in den letzten Jahren so ein bisschen verlernt. Und deswegen müssen wir das jetzt wieder sozusagen unter die Menschen bringen, dass man sich einfach auch, wenn man einfach aneinander vorbeigeht, manchmal auch wieder anfängt, den anderen wahrzunehmen und mit Empathie zu sagen, hey, du hast aber sehr hübsche Rosen oder was auch immer das ist. Und keine Rosen. Sind schon Rosen, ja, siehst du, also als hätte ich es geahnt. Weiße Rosen, wahrscheinlich für seine Freundin, habe ich auch recht gehabt. Und das ist einfach dieses Miteinander, weil wir sind Menschen, die einander einfach, wir sind eine Menschheitsfamilie. Wir wollen miteinander auch für die Zukunft miteinander gehen, unterschiedliche Gedankengänge haben und miteinander einen Austausch, weil jeder von uns ist unterschiedlich, jeder weiß auch andere Dinge. Ich kann vielleicht über Projektmanagement was sagen, der andere kann über Bauingenieurswesen was sagen, der dritte kann über Physik was sagen. Und wenn wir alle unterschiedlichen Perspektiven miteinander verquicken, dann kommen wir viel weiter im Diskurs und miteinander, als wenn wir sozusagen vor uns selbst hinmuggeln. Und deswegen sind wir hier, um eben diesen Diskurs wieder unter die Menschen zu bringen, unter uns zu bringen und wirklich miteinander zu gestalten, miteinander neue Ideen zu haben. Nicht nur für die Politik, sondern auch für die Umwelt, für Krieg und Frieden. Ja, also Tolstoi hat ja dieses Buch geschrieben, Krieg und Frieden. Der Krieg ist leider Gottes immer noch unter den Menschen. Also es wäre schöner, wenn wir wirklich mal weltweit einen Frieden hätten. Fände ich großartig. Wir haben leider Gottes auch die Waffenindustrie, die sehr viel da Geld daran verdient. Wir haben auch die Pharmaindustrie, die auch sehr viel Geld daran verdient. Aber es liegt am Menschen. Wenn ich sage, nö, tut mir leid, ich gehe nicht in den Krieg, dann wird es auch keinen Krieg mehr geben. Das heißt, wir als Menschheitsfamilie müssen einfach sagen, nee, da machen wir nicht mit. Weil ich möchte meinen Mitmenschen nicht umbringen, sondern ich möchte mit ihm einfach die Zeit und das Leben genießen. Mit ihm in einen Diskurs treten, ihn lieben und was auch immer wir eben haben, empathisch sein. Und das ist egal, wo du bist, auf der ganzen Welt ist es ist immer das Gleiche, weil die Menschen möchten einfach miteinander kommunizieren, die Menschen möchten miteinander einfach im Austausch sein und miteinander einfach die Zukunft auch gestalten, weil wir sind alle sehr, sehr kreative Menschen und deswegen sind wir hier, um eben mit dieser Open Mic einen Diskurs anzustoßen, die mit unterschiedlichen Meinungen miteinander reden. Und ja, also da haben wir jetzt hier so ein paar Menschen. Wo ist denn die Marianne? Also wenn du mich fragst, dass eine Minderheit ist im Grunde nichts anderes wie eine Minorität. Hey. Aber wenn du das ja noch sagst, dann wollen sie es nicht wahrhaben. Hey. Jetzt haben wir gleich mal hier eine Dame von der Basis. Du bist hier und hast hier eine Friedenstaube. Für was ist denn die Basis? Was will die denn? Ist es eine Partei, oder? Ja, es ist eine Partei, die von unten nach oben arbeitet und nicht sie von oben nach unten. Denn ich weiß selber, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und das muss ich mir nicht von oben sagen lassen. Ja, aber wenn ich jetzt sage, es sind ja viele Menschen, die auch sagen, also tut mir leid, Volksbegehren, also was willst denn du mit dem Volk? Die wissen ja gar nichts. Also willst du wirklich das Volk entscheiden lassen? Also die entscheiden ja immer falsch, weil das Volk weiß ja nichts. Wie würdest du denn diese Aussage definieren und wie würdest du die der entgegnen? Du, ich frage,
die Minderheiten, ich weiß nicht, was wollen die? Sind sie sich immer noch nicht wenig genug? Dann muss die Presse anders arbeiten. Die Presse muss von beiden Seiten beide Meinungen, Diskussionen anregen und nicht nur einseitig das, was den Politikern von der Wirtschaft gesagt wird, verbreiten. Und da muss man die Leute informieren. Das kann man auch am Fernsehen. Okay. Wenn man will. Okay, das heißt also, du gehst jetzt darauf ein, dass unsere Medienlandschaft ist sehr eindimensional und sollte in der Vielfalt wirklich wieder ihren Boden finden. Also momentan haben wir eine Monokultur, ja, und eigentlich wäre besser eine Permakultur. Das siehst du so. Ja, genau, das sehe ich so. Oh, oh, aber wie willst du das denn umsetzen? Weil ich meine, wir haben die Medien, wir haben ZDF, ARD, Bayerischer Rundfunk, die sind ja alle sehr, sind ja immer sehr eindimensional. Also jetzt, egal ob jetzt bei Corona oder bei dem Ukraine-Krieg, da ist ja ganz selten ein Diskurs. Also, und wenn einer kommt, wie eine Sarah Wagenknecht, dann wird die ja auch gleich, die ist ja links, kann also nicht mehr in die rechte Ecke gedrängt werden, aber man schießt sie an. Also wie könnte man das denn umsetzen? Auch, dass man von innen heraus, kann es von innen heraus oder soll, kann es von außen kommen? Das muss von innen kommen, von den Presseleuten, und die müssen sich nicht zu schade sein, auch sich hinzustellen, etwas zu sagen, was vielleicht der Regierung nicht passt. Das tun sie zwar teilweise, aber viel zu wenig und immer weniger. Wie sehen Sie das denn? Das klingt so alles ganz prima, aber in der Wirklichkeit wird man dann doch häufig doch von der Politik überfahren. Gerade wir Rentner sind fassungslos, wenn wir jetzt alle die Heizungen auswechseln sollten. Das ist... Wie soll man das stemmen? Ja, das ist unsere Politik ist auch ein sehr interessantes Thema. Politik heißt natürlich auch mitmachen, mitbestimmen. Und wenn man natürlich nur alle 4 Jahre wählt, dann hat man kein Mitbestimmungsrecht. In der Schweiz zum Beispiel ist es so, die haben jedes Jahr, kriegen sie so ein kleines Büchlein und müssen 4-mal über irgendetwas mit abstimmen. Das haben wir bei uns noch nicht. Also ich denke mir mal, das ist der Weg der Zukunft, damit man einfach auch ein bisschen mehr im Diskurs mit den Menschen ist, also auch mit den Rentnern oder mit den Kindern oder mit den Menschen, die im Bereich von der Regierung auch sind. Ja? Also wirklich, dass man da sozusagen mehr mit dem Volk, also Volksentscheide, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Aspekt, damit man eben das, was jetzt hier gerade unsere interessanten Politiker machen, die einfach auch nicht, die haben keine Anbindung mehr, glaube ich, scheinbar. Sie haben keine Anbindung mehr zu dem normalen Menschen. Und ich glaube, die wissen auch gar nicht, was sie machen. Also, oder sie wissen es und sind total gaga. Was für einen als Bürger unfassbar, was an den Schulen läuft, zum Beispiel. Unsere Kinder, die sind ja unsere Zukunft. Und da sind wir mit Internet und so weit hinten. Und die Kinder sollten alle können und so, und woher sollen die ganzen Apparate kommen? Die Schulen sind zum Teil gar nicht damit ausgerüstet. Ja, sehe ich genauso. Also ich finde es auch, zum Beispiel ChatGPT gehört auf alle Fälle in die Schulen. Es ist eine Möglichkeit, dass die Kinder wirklich selbst lernen, indem sie was fragen und es kommt eine Antwort zurück. Das ist diese Interaktion. Sehe ich genauso, also wirklich viel mehr wirklich Digitalisierung, aber meiner Meinung nach, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, auf der einen Seite Digitalisierung, auf der anderen Seite aber auch wieder back to nature. Was kann die Natur uns alles Tolles geben? Ja, das stimmt, wenn man so ein bisschen das verfolgt, was den Menschen alles einfällt, welche Pflanzen zum Beispiel sich positiv auswirken auf unsere Umwelt, unsere Luft und so. Da ist noch viel zu erforschen und viel zu machen, bevor man zu ganz krassen Sachen greift und sagt, das verbieten wir, das verbieten wir. Am Schluss, es wirkt momentan so, als ist nur noch mit Verboten irgendwas zu retten. Und das kann es ja nicht sein. Corner wie im Hyde Park in London, dort ist es sehr in und da wird gemacht, da sprechen Menschen miteinander, hier sprechen sie nicht miteinander, da sagen die Linksradikalen plötzlich, das sind lauter irgendwas und die sind alle blöd und was weiß ich was alles. Das ist, finde ich, keine Art, gerade wenn man von links kommt, ist es keine Art, einen Meinungsfaschismus da auf
aufkeimen zu lassen. Weil ein berühmter Mensch hat schon mal gesagt, wenn der Faschismus wiederkommt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, sondern er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Und genauso lernen wir es ja seit 3 Jahren kennen. Dabei wollte ich ein ganz anderes Thema. Ihr habt ganz viele tolle Themen angesprochen und da möchte ich ein bisschen einhaken. Das erste ist natürlich der Hanf. Zwar nicht mehr so ganz uneingeschränkt, wie ich es mal gemacht habe. Aus eigenen Erfahrungen muss ich sagen, ganz so darf man es auch nicht so locker sehen. Aber der Hanf gehört zumindest auf die Felder, in die Natur als Rohstoff. Erstens mal reinigt er die Böden sehr. Der Hanf, der wird ja nur verhindert wegen der Prohibition, die damals in Amerika zugunsten der Baumwolle gestartet worden ist. Und natürlich nach Deutschland. Deutschland nimmt solche Sachen gern an, überhaupt vom großen Amerika. Das wissen wir ja. Und wurde diese Prohibition auch in Deutschland eingeführt und die hat sich leider auch auf die Landwirtschaft ausgewirkt. Das ist sehr schade. Denn erstens, wie gesagt, ist der Hanf eine unheimlich bodenreinigende Pflanze. Man kann aus dem Rohstoff Hanf alles machen. In Amerika wurde mittlerweile ein Auto gebaut, komplett raus, ein Flugzeug komplett raus. Man kann es als Baumaterial, als Isoliermaterial verwenden. Man kann Medizinen daraus machen. Man kann Dämmstoffe draus machen und Baustoffe, Kleidung natürlich und anderes. Also ich finde schon, dass da Karl Lauterbach ist ja interessanterweise plötzlich für eine Legalisierung. Da geht es aber um den Rauchhanf, um das Cannabis, das ja, wie gesagt, ich mittlerweile sogar als 40 Jahre langer Verfechter ein bisschen differenziert sehe, aus eigenen Erfahrungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ganz so ohne ist es nicht. Der Suchtfaktor ist auf jeden Fall da, aber der Alkohol bietet da mindestens Gleiches an. Ja, jetzt ist gerade hier der Benny gekommen, der ist ja auch großartig und dann würde ich mal sagen, dass er, Benny ist ja von München steht auf und die sind seit ich würde mal sagen, fast über ein Jahr ein bisschen mehr auf der Straße und machen wirklich aktiv, ja, was heißt Widerstand? Ich würde mal gar nicht sagen Widerstand, sondern aktiv Protest. Aktiv einfach einen Versuch, miteinander Menschen aufzuklären, miteinander zu reden, miteinander einfach den Menschen auch zu sagen, hier, pass mal auf, hier gibt's andere Meinungen, weil die nicht mehr in den Medien gezeigt werden. Und das muss man halt dann auf der Straße zeigen. Und da würde ich mal sagen, was hier haben wir gerade? Free Julian Assange. Also das ist auch, wir haben gerade über Medien gesprochen. Ein Julian Assange, der hat ja WikiLeaks mit aufgebaut und hat aufgrund dessen, dadurch, dass er sehr viele Sachen geleakt hat, ja, also auch wie Edward Snowden, dadurch, dass er sehr viele Sachen geleakt hat, wurde er sozusagen verhaftet und ganz schön. Es heißt eigentlich, man sagt ja, ich habe gehört, dass in Deutschland und in den ganzen westlichen Staaten ist ja Pressefreiheit. Und aber wenn ein Mensch, der nichts anderes gemacht hat, als die Wahrheit von seiner Warte aus zu zeigen, dann ins Gefängnis gesteckt wird, da scheint ja irgendwas mit unserer Pressefreiheit, aber sowas von schief zu laufen, das ist ja hanebüchen. Also das ist ja der Wahnsinn, das glaube ich ja gar nicht. Ein Mensch, der wirklich, der ist ja schon seit längerem in Haft sozusagen oder hat sich versteckt, eine gewisse, oder was heißt versteckt, war halt in England und so weiter, aber halt nicht wirklich auf normalen freien Fuß, wie wir sind, die einfach ganz normal irgendwo rumgehen können, sondern er hat aufgrund dessen, dass er ein Journalist ist, der Sachen offenlegt, so wie Watergate zum Beispiel, ist er eingesperrt worden. Und das heißt Freiheit für Julian Assange. Das heißt eigentlich Freiheit für alle, die wirklich wahre Presse machen. Und die wahre Presse ist deswegen vielleicht gerade am Boden, weil alle anderen Medien Angst haben. Also alle Menschen, die sozusagen jetzt Journalisten sind, haben nicht den nötigen Mumm, die Wahrheit zu sagen. Und auch mal gegen die, sagen wir mal, Vorgaben der Regierung ihren Ausdruck zu verleihen. Genauso ist es. Genauso ist es. Am Thema Julian Assange kann man meiner Meinung nach perfekt die Heuchelei des Westens erkennen. Unsere Politiker behaupten von sich, dass sie für die sogenannten westlichen Werte stehen und dazu gehört Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, ganz zentral.
Und Julian Assange, kann man sich jetzt streiten, ob er Journalist oder ob er Herausgeber war. Und ich würde auch sagen, er hat gar nicht groß seine eigene Weltsicht dort reingebracht, sondern er hat eben mit WikiLeaks eine Plattform zur Verfügung gestellt, auf der dann Leute beweisbare Dokumente der Menschheit zur Verfügung stellen konnten, wie zum Beispiel die Aufnahmen, die Chelsea Manning über WikiLeaks veröffentlicht hat, nämlich die Aufnahmen von einem Helikopter, der auf Zivilisten im Irak unprovoziert schießt und einen Haufen davon tötet, unter anderem auch Journalisten von Associated Press war es, glaube ich. Und ja, damit wurde eben bewiesen, dass die Amerikaner dort ein Kriegsverbrechen begangen haben, was sie selber die ganze Zeit geleugnet haben. Und jetzt ist es bewiesen und die Kriegsverbrecher hatten keine Konsequenzen daraus zu tragen, sondern Julian Assange sitzt jetzt seit über 4 Jahren in Einzelhaft im Hochsicherheitsgefängnis in England und wartet darauf, nach Amerika ausgeliefert zu werden. Und wir sehen eben daran ganz klar, unsere Politiker setzen sich für Pressefreiheit ein, wenn es ihnen politisch in den Kram passt. Bei Julian Assange passt es ihnen ganz offensichtlich, vor allem im Moment überhaupt nicht in den Kram, weil dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, wenn die Amerikaner damals Kriegsverbrechen begangen haben. Vielleicht waren sie ja doch an der Sprengung von Nord Stream zum Beispiel beteiligt. Ja, da hat ja der Simon Hirsch, glaube ich, einiges aufgedeckt. Aber das heißt, unsere Politiker sind Waschlappen sozusagen. Also sie sind nicht mehr wirklich ehrenwert und achtsam und wirklich, was man eigentlich unter einem Politiker verstehen würde, dass er wirklich Pressefreiheit, also ein Julian Assange, perfektes Beispiel, dass sie wirklich auch dahinter stehen und sagen, hey, ich stehe für einen Menschen ein, der eben einfach nur Journalist ist oder eben eine Plattform gegründet hat, wo Menschen ihre eigenen Aufnahmen hochladen können, was ja auch wieder positiv ist, um eben eine Transparenz zu gestalten, ja. Und das heißt, was machen wir denn mit den Politikern? Die könnten wir ja eigentlich auch anklagen, oder? Also die Schlussfolgerung könnte man ganz klar daraus ziehen. Für mich ist erstmal das viel Zentralere die freie Presse. Wenn wir wieder eine Presse hätten, die sich auch trauen würden, Politiker zu kritisieren, dann könnten die Politiker eben nicht so heuchlerisch verfahren, wie sie das beim Thema Julian Assange machen. Also jeder von Ihnen kann sich das Interview, das Thilo Jung mit Robert Habeck geführt hat, anhören, wo Thilo Jung Robert Habeck fragt, bist du denn für Freiheit für Julian Assange? Und die Grünen waren vor der Bundestagswahl ganz klar für Freiheit für Julian Assange. Und Robert Habeck sagt dann, ich bin für ein faires Verfahren. Und dann sagt der Thilo Jung, ja, also Moment mal, du bist doch für Freiheit für Julian Assange. Und Robert Habeck kriegt es kaum über die Lippen, ganz zum Schluss, nach 30 sehr zähen Sekunden, sagt er dann doch, ja gut, ich bin für Freiheit für Julian Assange. Und da sieht man eben, dass ein kritischer Journalist notwendig war, um aus Herrn Habeck die Aussage, ja, ich bin für Freiheit für Julian Assange, rauszuholen. Wenn der Thilo Jung nicht so penetrant nachgebohrt hätte, dann wäre der Robert Habeck mit seiner Aussage, nee, mir reicht ein faires Verfahren für Julian Assange völlig aus, da wäre er damit durchgekommen. Und daran sieht man eben, Politiker werden immer das machen, womit sie durchkommen und was ihre Geldgeber möglichst wenig aufregt, was ihre Partei möglichst wenig aufregt. Aber es geht eben nicht zentral darum, was die Bürger wollen, solange es nicht Journalisten gibt, die den Politikern vorhalten, was ihrer Meinung nach die Bürger aber wollen. Und die Bürger wollen ganz klar Freiheit für Julian Assange. Es gibt hier praktisch niemanden, also oder vielleicht den ein oder anderen völlig Verblendeten, aber in Deutschland gibt es eine überwältigende Mehrheit für Freiheit für Julian Assange, genauso wie in Australien, genauso wie in Italien, in Griechenland, in England. In Amerika gibt es auch eine Mehrheit für Julian Assange, selbst dort. Und trotzdem machen es die Politiker nicht. Und mein Hauptgrund ist, dass die Journalisten die Politiker nicht ausreichend dazu drängen. Und das machen die Journalisten potenziell nicht, weil sie sehen, was mit Julian Assange passiert ist. Das ist ein Kreisschluss. Und da müssen dann eben doch wohl die Bürger wieder ran.
Und die Bürger müssen dann den Politikern und den Journalisten sagen, wir wollen Freiheit für Julian Assange und wir fordern von euch, dass ihr euch mehr dafür einsetzt. Und dafür gibt es dann eben die Versammlungsfreiheit, haben wir jetzt schon Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und als drittes noch die Versammlungsfreiheit. Und wenn die drei halbwegs ausgenutzt werden, dann können die Politiker nicht mit allem durchkommen. Und meiner Meinung nach ist es nicht die Frage, die Politiker werden immer das machen, womit sie durchkommen. Es ist eine Frage von ordentlicher Pressearbeit und es ist eine Frage von einer kritischen Zivilgesellschaft. Und das kann man am Beispiel Julian Assange jetzt zeigen. Ich fordere jeden auf, der jetzt hier zuhört, sich ein bisschen mehr für Julian Assange einzusetzen, zum Beispiel mal bei der Süddeutschen anzurufen und zu sagen, mach doch mal wieder einen Bericht über Julian Assange oder beim Bayerischen Rundfunk anzurufen und zu sagen, mach doch mal wieder einen Bericht über, wann war denn der letzte Bericht? Wann hat denn Quer zum Beispiel mal über Julian Assange in letzter Zeit geredet? So kann man Druck machen. Man kann auch bei den Wahlkampfveranstaltungen, die jetzt in Bayern anstehen, einfach zu den Politikern gehen und sagen, was machst du denn für Julian Assange? Was versprichst du mir in der Zukunft für Julian Assange zu machen? Wenn die das häufig genug hören, dann machen die was für Julian Assange. Da bin ich absolut sicher. Und deswegen kriegt das Volk die Politiker, die es verdient. Und in Deutschland sind das im Moment nicht so gut, aber wir sind dort in sehr guter Gesellschaft, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also liebe Leute, steht ein bisschen mehr auf, setzt euch ein bisschen mehr für die ganz wichtigen Fragen ein. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit. Und das kann man alles wunderbar unter Freiheit für Julian Assange zusammenfassen. Und ich verspreche euch auch, ihr werdet dort nicht besonders schief angesehen. Es wird nur die geben, die sagen, na, es bringt doch alles nichts. Aber die gibt's immer und überall. Ja, vielen Dank. Aber meinst du nicht auch, dass die Politiker haften müssen? Also wenn ein Politiker sich irgendwie Maskendeals oder dergleichen sozusagen Geld unter den Nagel reißt, aufgrund dessen, dann sollte der doch genauso haften, weil normalerweise sollte der Politiker für das Volk agieren. Und wenn er Gaunereien macht, dann sollte er für seine Gaunereien doch auch mal gerade stehen, oder nicht? Ja, also für Gaunereien auf jeden Fall muss er gerade stehen. Die Frage von Politikerhaftung ist aber eben dann doch wieder eine kompliziertere, wo man dann auch ein bisschen fragen kann, also wenn wir den jetzt gewählt haben, dann hat er auch einen gewissen Handlungsspielraum. Meiner Meinung nach ist das viel größere Problem, dass eben Parteienpolitiker in Parlamente bringen. Und es passiert jetzt noch mehr. In Bayern darf man nicht als Parteiunabhängiger kandidieren. Man kann nicht in einem Wahlkreis als Parteiunabhängiger antreten und dann kriegt man dort die Mehrheit und dann sitzt man im Parlament. Und im Bundestag wollen sie das jetzt auch in die Richtung machen. Da wird auch die Erststimme geschwächt. Und ich glaube, dass unsere Parteien immer mehr sehen, dass ihnen die Macht etwas aus den Fingern rinnt und dass sie versuchen, das wieder möglichst zusammenzuhalten. Ich glaube, dass die Parteien, vor allem in Deutschland, nach unserem Wahlrecht, wirklich die sind, die den meisten Einfluss haben und die Strukturen haben, in denen einfach die Interessen der Bürger nicht zentral vorkommen. Zumindest nicht so zentral, wie das in einer wirklich gut funktionierende Demokratie sein sollte. Und deswegen bin ich grundsätzlich dafür, dass wir versuchen, wieder einen direkteren Kontakt zu Abgeordneten hinzubekommen und mit denen zu reden und nicht direkt mit Parteien, sondern mit Menschen. Menschen reagieren auf Menschen anders als Interessengruppen und Parteien sind Interessengruppen. Deswegen kann ich nur allen raten, geht auf Politiker zu, die zum Wahlkampf sich zugänglich machen und redet mit denen über die Themen, die euch wichtig sind. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Julian Assange erwähnen würdet, denn er sollte für uns alle sehr wichtig sein. Er ist für uns alle sehr wichtig. Es ist bloß nicht bei vielen im Bewusstsein, weil die Medien nicht genug über ihn reden. Aber Stella Assange sagt es immer wieder, Free Assange, Free the Press, Free us all. Das gehört alles zusammen. Freiheit für Julian Assange, Freiheit für die Presse, Freiheit für uns alle. Wenn wir uns für Freiheit für Julian Assange einsetzen, haben wir auch mehr Freiheit für uns. Und es wird von Politikern recht gut verstanden. Ich plädiere dafür, ins Einzelgespräch mit Politikern und mit Journalisten zu gehen. Ja, sehe ich sehr, sehr, sehr ähnlich. Jetzt haben wir leider Gottes sehr viele Menschen, die in den Parteien sind. Ja, und scheinbar
in ihrer Partei sozusagen verantwortlich. Das heißt also, normalerweise sollte ja der Mensch, egal in welcher Partei er ist, sollte er sich selbst und seinem Volk verantwortlich gegenüber sein. Er sollte das vielleicht sogar mit Volksentscheiden oder einfach, wie du sagst, dass man sich rückkoppelt, dass man einfach einen Austausch hat. Das heißt, unser Parteiensystem, vielleicht müssten wir unser Parteiensystem verändern. Vielleicht können wir auch mit Losverfahren etwas Neues generieren, dass Menschen ausgelost werden, wie hier zum Beispiel, einer oder andere. Oder hier, dass man den einen oder anderen auslost, dass er mal 4 Jahre oder 3 Jahre aktiv ist und dann wieder in seinen Beruf reingeht. Vielleicht ist es auch, dass die Parteien einfach zu lange auch schon an ihrem System verhaftet sind. Und das hat ja Thomas Paine schon gesagt in seinem Common Sense, dass sobald eine Regelung zu in sich geengt ist, dann gehört sie wieder aufgebrochen, weil die Zeit sich auch verändert. Und es gab sicher gute Ideen für die Parteien zu einer gewissen Zeit, aber vielleicht sind sie ja jetzt hinfällig. Es könnte ja auch sein, dass wir ein neues System brauchen. Ein System, was von unten nach oben geht, wo die Bürger und Bürgerinnen mehr mitbestimmen. Also da, ganz klar, ja, da bin ich grundsätzlich für alles offen. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwer, noch gegen die anzukommen, aber also du hast das Thema Losdemokratie angesprochen und das ist natürlich für die Leute erstmal schwer fassbar. Aber eigentlich ist in der Urdemokratie in Athen das Los ein ganz wichtiges Mittel gewesen. Und das war eben ein ganz wichtiges Mittel, weil die Athener verstanden haben, das Wichtigste ist, Korruption zu verhindern. Das Wichtigste ist, Strukturen zu verhindern, in denen Interessengruppen sich untereinander Vorteile verschaffen können und diese Vorteile dann auch durch Wahlen immer von dem einen an den anderen innerhalb der Gruppe weitergegeben werden können. Und das Los, das bricht eben genau diese Möglichkeit komplett auf. Und möglicherweise sind wir mittlerweile an dem Punkt, dass die Leute sehen, dass dieses Projekt oder dieser Demokratieansatz, wie wir ihn haben, leider nicht die Besten dorthin bringt, dass die Parteien nicht ein Auswahlverfahren sind, um die Besten nach oben zu bringen, sondern eben potenziell um die Korruptesten und um die, die am besten Parteistrukturen ausnutzen können, nach oben zu bringen. Und vielleicht sind wir bald an dem Punkt, dass die Regierung und die Parteien als so unglaubwürdig angesehen werden, dass die Leute bereit wären, auch mal über das Los nachzudenken. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir aller Wahrscheinlichkeit nach bessere Regierende bekommen würden, wenn wir sie einfach auslosen würden. Wenn einfach irgendjemand dann gewählt wird durch das Los und dann muss er sich halt so gut wie möglich bemühen und da kann natürlich dabei jemand sein, der überhaupt nicht besonders gut zurechtkommt, aber er ist auf jeden Fall nicht korrupt. Und selbst wenn er in der Amtszeit korrupt wird, wissen diejenigen, die ihn korrumpiert haben, in der nächsten Amtszeit haben wir garantiert jemand anderen. Also es können sich einfach nicht so feststehende Korruptionsstrukturen bilden, wie sie bei uns anscheinend vorhanden sind. Ich meine, wir sagen das immer wieder, wir haben Politik für die Pharmakonzerne gesehen, jetzt sehen wir Politik für die Rüstungskonzerne und das liegt eben daran, dass Strukturen in Parteien dazu neigen, die größten Interessenzentren zu hören und die dezentralen Interessen von einzelnen Bürgern nicht wahrzunehmen. Und das können wir durch das Los potenziell sehr effektiv aufbrechen. Ich weiß nicht, ob wir schon da sind. Ich glaube, es ist immer schwer, eine etablierte Ordnung gegen was potenziell Besseres einzutauschen, weil die Leute unheimlich viel Angst haben, dass es dann doch schlechter wird. Und deswegen ist es meistens so, dass es erst sehr schlimm werden muss, bis ich dann so eine Verbesserung durchsetzen kann. Aber wir haben eben jetzt auch die Chance, dadurch, dass wir auch sehen, was in anderen Ländern passiert, dass wir vielleicht einzelne Aspekte von anderen Ländern übernehmen können, die funktionieren. Wir haben eine internationale Protestbewegung gesehen, wie wir sie so noch nie gesehen haben. Und daraus wird auch für unsere Demokratie viel, viel Fruchtbares und viel Gutes entstehen. Was es konkret ist, da möchte ich mich jetzt noch zurückhalten. Ja, international. Es gibt ja auch den Daniele Ganser, der sagt, wir sind eine Menschenfamilie. Und ich glaube auch, dass dieser neue Weg
hin zu einer Menschenfamilie weltweit immer mehr Einzug erhält, sehe ich jetzt für mich so. Ich glaube auch, dass auch Parteien, ob jetzt Parteien gut oder schlecht sind, auf alle Fälle meiner Meinung nach sind einfach, wenn du länger als 4 bis 8 Jahre höchstens in der Politik drin bist, dann neigst du einfach dazu, dich korrumpieren zu lassen. Das ist immer negativ. Und ich meine, es gibt ja auch den Udo Ulf Kotte, der hat ja die gekauften Journalisten geschrieben. Das ist ja schon eine Thematik, die schon seit längerem vorherrscht. Ja, also der war, glaube ich, im Irakkrieg und hat da erkannt, dass es alles nur gefaked ist, also was sie da gezeigt haben. Also das ist definitiv, auch das müssen wir aufbrechen, dass wir den Journalisten mehr Mut zur freien, wirklichen Berichterstattung wieder geben. Und ich meine, wir sehen das ja an den Simon Hirsch, der jetzt auch irgendwie Repressalien bekommen hat, obwohl er sein ganzes Leben lang immer sehr guten Journalismus betrieben hat. Und diesen Journalismus, den er jetzt mit unserem Nord Stream 2 eben aufgedeckt hat, dass es eben die USA war, mit allen Hintergrundinformationen, die man eben als Recherche und als Journalist, man scrutinizing, ja, also man geht ins tiefste kleine Molekül rein, um die Wahrheit zu erkennen, hat er gemacht. Und jetzt wird er irgendwie an den Pranger gestellt. Er ist, was weiß ich auch immer, jetzt müsste er eigentlich rechts sein, weil rechts ist der beste Pranger, den man momentan in den westlichen Ländern hat oder in Deutschland. In Israel ist es links. Also insofern gibt es immer so einen Pranger, wo man dann sich hinstellen lassen oder wo man es hinstellt. Ist natürlich beim Seymour Hirsch auch ein bisschen schwierig, dadurch, dass er jüdischer Abstammung ist. Also bei manchen tun sie sich auch ein bisschen schwer. Stimmt. Sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass er jüdischer Herkunft ist, aber da tun sie sich natürlich total schwer. Ist sehr gut. Sehr großartig. Aber alleine, dass er jetzt sozusagen wirklich nicht wertgeschätzt wird und dass die ganzen Medien nicht darauf aufspringen und sagen, hey, who knows, maybe that's right. Come on, let's scrutinize it again. Und das machen wir nicht. Also unsere Medien, also Süddeutsche Zeitung, ARD, ZDF und wie sie alle heißen, muss ich leider sagen, für mich wieder mal Note 6 hinsetzen und nochmal lernen, was wirklich Journalismus bedeutet. Aber ja, also... Vielleicht erkläre ich nochmal kurz die Nord Stream Story, wie die sich so entwickelt hat. Und vielleicht hat ja auch der ein oder andere ein Interesse eigentlich... sind wir ja auch ein offenes Mikrofon ein Stück weit. Also wenn irgendjemand zu den Themen Freiheit für Julian Assange oder Friedensverhandlungen in der Ukraine, Waffenlieferungen in der Ukraine oder eben dem Thema Nord Stream Sprengung eine Anmerkung hat oder eine Frage, kann er gerne kommen. Also die Nord Stream Sprengung möchte ich mal ganz kurz zusammenfassen, wie das so war. Also die Pipelines wurden gesprengt und dann wurde eins ganz klar gesagt, es kann nur ein staatlicher Akteur gewesen sein. Diese Art von Sprengung, die ist einfach zu kompliziert für eine wie auch immer geartete terroristische Gruppe ohne staatlichen Hintergrund. Sie haben alle gesagt, wir wissen nicht, wer es war, aber es kann eigentlich nur ein staatlicher Akteur gewesen sein. Und dann wurde die Geschichte aber nicht wahnsinnig stark weiterverfolgt, bis dann irgendwann der Seymour Hirsch seine Recherchen veröffentlicht hat, in der er sagt, aus seinen Quellen, aus den Aussagen, die er dort gehört hat, geht eindeutig hervor, dass der Befehl zur Sprengung von Nord Stream aus dem amerikanischen Weißen Haus gekommen ist, mit Unterstützung der norwegischen Regierung. Und daraufhin kam dann die Geschichte in unseren Medien, dass es doch vielleicht 6 ukrainische Aktivisten gewesen sind mit einer Segeljacht, die das dann irgendwie doch privat geschafft haben, dort Tieftauchgang mit hunderten Kilos Sprengstoff und sowas. Und auch darüber wurde aber dann in unseren Medien nicht weiter groß tief geredet. Und dann hieß es doch wieder aus England, dass es wahrscheinlich doch die Russen waren. Und jetzt heißt es aber aus Deutschland weiter, dass das Bundeskriminalamt in Deutschland weiter davon ausgeht, dass es doch die 6 Ukrainer waren mit der Segeljacht.
Und liebe Leute, ja, daran kann man meiner Meinung nach ganz offensichtlich erkennen, dass unsere westlichen Staaten das Interesse hatten, darüber überhaupt nicht zu reden, als sie dann wieder mal von einem Journalisten gezwungen wurden, darüber zu reden, haben sie dann eine Geschichte aus dem Hut packen müssen, die ihrer früheren Geschichte vollkommen widersprochen hat. Also es haben dann die westlichen Länder auf einmal sagen müssen, es sind diese 6 Aktivisten der Ukraine mit der Segeljacht gewesen. Das hätten sie nie gesagt, wenn Seymour Hersh nicht den Artikel geschrieben hätte. Dann hätten sie einfach weiter dabei bleiben können. Das war irgendwer, wir wissen nicht wer, aber es muss ein staatlicher Akteur gewesen sein und damit implizit Russland sagen, ohne es explizit sagen zu müssen. Und man hat daran wieder gesehen, es braucht einen mutigen Journalisten, der eine Gegendarstellung schreibt und auf einmal müssen sie sich rechtfertigen und in dieser Rechtfertigung widersprechen sie sich. Und es bleibt ganz offensichtlich so, dass Russland kein großes Interesse hatte, die Pipelines zu sprengen, dass der gesammelte Westen, vor allem die USA, Großbritannien und Norwegen mit eigenen Gasfeldern sehr große Interessen hatten, die Gaspipeline zu sprengen. Und unsere Regierung es aber eben nicht aufklären will. Und da brauchen wir dann wieder Druck von Journalisten oder eben von der Straße. Und ich würde mich mal hier an die Leute wenden. Will denn irgendjemand die These vertreten, dass es entweder Russland war, die ihre eigene Pipeline gesprengt haben, oder die 6 ukrainischen Aktivisten mit der privaten Segeljacht? Ich glaube, die meisten, ich glaube auch Politiker würden sich nicht wohlfühlen, das hier vertreten zu müssen. Die wollen einfach nur, dass nicht drüber geredet wird. Und was wir dagegen machen können, ist eben drüber reden. Und das funktioniert. Ja, es ist definitiv. Es gibt zwar ein Sprichwort, Schweigen ist Gold und Reden ist Silber, aber ich denke mir, gerade im Bereich von Aufklärung ist genau der Gegenteil. Also Reden ist Gold und Schweigen ist Silber und deswegen sehe ich das genauso. Und ich meine, ich glaube, das weiß ich noch, dass der Biden hat ja im Februar des Jahres, auch also letzten Jahres, auch gesagt, oh, es könnte da irgendwas passieren. Also insofern wurde schon darauf hingewiesen, dass da vielleicht irgendwie was passieren könnte. Und also nicht nur hingewiesen, er hat es ganz klar angedroht. Er hatte Scholz neben sich in der Pressekonferenz und er hat gesagt, wenn die Russen in der Ukraine einfallen, dann wird Nord Stream beendet sein. Und es wurde nachgefragt, wie er das denn machen könnte. Und er hat einfach nur gesagt, da habe ich Mittel und Wege. Also man kann nicht klarer eine Tat ankündigen, als Joe Biden in dieser Pressekonferenz mit Olaf Scholz das angekündigt hat. Ja, aber ich meine, jetzt gehst du gerade Olaf Scholz und Biden. Da habe ich ja auch einige Karikaturen gelesen, gesehen. Im Stern war das, glaube ich. Der Olaf Scholz, ganz so ein kleiner Junge. Und der Biden eben, der den Jungen an die Hand nimmt, ja, und vor sich hingeht. Wie siehst denn du diese Karikatur? Weil ich meine, letztendlich, wir sind ja in der NATO auch, also Deutschland ist in der NATO auch, und sind wir unabhängig wirklich von Amerika? Sind wir nicht unabhängig? Können wir überhaupt unabhängig sein? Ist der Westen unabhängig voneinander? Und letztendlich sehen wir ja, dass in China, also der Osten in Anführungszeichen, formiert sich ja zusammen. Indien, China, Russland und viele andere Staaten sagen, also da wollen wir jetzt nicht mehr da mitgehen, ja, was der Westen in Anführungszeichen vor sich hin aktiv macht. Also es ist ja schon sehr, ja, hanebüchen, würde ich mal also ad hoc sagen. Wie siehst denn du das? Also ich möchte eigentlich gar keine wirkliche Aussage dazu machen, wie unabhängig Deutschland jetzt von Amerika ist. Da kann man natürlich viele Hinweise nehmen und sagen, also da sind wir ganz offensichtlich nicht besonders unabhängig. Das Beispiel Nord Stream ist natürlich ein ganz offensichtliches. Deutschland scheint kein Interesse daran zu haben, die Verantwortlichen dafür ausfindig zu machen, weil die deutsche Regierung entweder weiß, wer es ist und darüber nicht reden will oder eine Vermutung hat und es nicht sicher wissen will. Aber gleichzeitig, wenn wir Seymour Hersh erwähnen, muss man auch erwähnen, dass er in einem aktuelleren Artikel darüber geredet, geschrieben hat, dass
dass es eine gewisse Revolte gegen die amerikanische Ukraine-Politik zu geben scheint, zwischen vor allem Polen, Deutschland und anderen, ich weiß nicht, ein drittes Land nennt er noch, das ist... Litauen vielleicht. Nee, es ist nicht... Also auf jeden Fall nennt Polen und Deutschland ganz besonders, dass die beiden Länder eben im Hintergrund auf Selenskyj versuchen einzuwirken, ihn von einem Ende des Krieges zu überzeugen. Und dass so Seymour Hersh das im Konflikt mit der amerikanischen oder zumindest mit der aktuellen Regierung in Amerika ist, die den Krieg weiterführen will. Also ich sehe ganz klar auch die Möglichkeit, dass dort, wie stark die Unabhängigkeit dann auch ist, trotzdem gewisse Unterschiede in den Regierungen herrschen. Und ich halte es für durchaus möglich, dass die deutsche Regierung auch nicht mehr so interessiert daran ist, dort mit allem weiter vorzupreschen, weil die deutsche Bevölkerung eben auch recht klar gemacht hat, dass sie dort recht zurückhaltend ist. Also wir hatten ja auch mit Macht Frieden eine recht große Demonstration während der Münchner Sicherheitskonferenz am 18.02. Da waren, ich würde mal sagen, mindestens 20.000 auf dem Königsplatz versammelt, die eben einfach nur gesagt haben, macht Frieden, wir wollen Frieden. Und das heißt eben, bemüht euch um Verhandlungen und stellt euch nicht mit Haut und Haaren auf eine Seite, unterstützt nicht mit allem, was wir aufbieten können, eine Seite, weil das kein effektiver Weg zu Friedensverhandlungen ist. Und ich halte es für gut möglich, dass die deutsche Regierung jetzt mehr auf Friedensverhandlungen drängt, weil die deutsche Bevölkerung in groß genugem Ausmaße auf die Straße gegangen ist, weiterhin auf die Straße geht und dass die amerikanische Regierung eben noch sagt, na also wir, für uns ist es politisch günstiger, das weiterzumachen. Und solange dort nicht genügend Leute auf die Straße gehen, ist eben für die amerikanische Politiker das Kosten-Nutzen-Verhältnis ein ganz anderes, als es für Deutsche oder auch für Polnische oder für Tschechische ist. In Tschechien gab es ja noch viel größere Demonstrationen gegen den Krieg. Also wir können die Kosten für die Politiker, die die Politik der Lobbyisten machen, so erhöhen, dass die Lobbyisten nicht mehr genügend anbieten können. Dass die Politiker einfach trotzdem sagen, ihr könnt mir anbieten, was ihr wollt, aber wenn ich das nicht mache, dann werde ich nicht wieder gewählt, dann kann ich einfach meine Legislaturperiode nicht so zu Ende bringen, wie ich das will. Und deswegen können wir Politiker auch beeinflussen, wenn Deutschland nicht so unabhängig ist, wie es eigentlich sein sollte. Denn ein gewisser Grad an Unabhängigkeit ist einfach schon dadurch gegeben, dass wir ein eigenständiger Kulturraum sind und deswegen eigene Ideen haben und die dann auch umsetzen. Ja, ich habe auch jetzt vor kurzem gehört, dass in Afrika einige afrikanische, sagen wir mal, Regierungspräsidenten gesagt haben, sie wollen auch wieder den Frieden, dass der Frieden dort eingeführt wird in der Ukraine, zwischen Ukraine und Russland, die wirklich Friedensverhandlungen auch anstreben. Es war ja während der Sicherheitskonferenz, war ja auch hier der Xi Yi, der eben auch einen Friedensplan vorgelegt hat, der Baerbock, und die Frau Baerbock ist da überhaupt nicht drauf eingegangen. Und auch bei der Pressekonferenz ist sie einfach rausgestürmt und hat nichts dazu gesagt. Also das muss ich sagen, fand ich sehr interessant und habe ihr auch hinterhergerufen. Na, das war aber eine super Aussage, war nämlich gar keine Aussage. Da muss man dazu erwähnen, dass du akkreditierte Journalistin dort warst bei der Sicherheitskonferenz und deswegen das alles hautnah erleben konntest. Genau, das war ich, da war ich, genau, hautnah, definitiv, ja. Und ja, ich sehe das auch und ich glaube auch wirklich, dass eben das, der Souverän sehr viel Macht hat. Und ich glaube, dass viele Menschen das noch nicht erkannt haben, wie viel Macht jeder Einzelne von uns hat, jeder Einzelne. Und wenn jeder Einzelne wirklich viel mehr aktiv ist, mit, also ich würde eher mehr Volksentscheide auch generieren, dass es man mitgestaltet auf eine gewisse Art und Weise, ja. Oder eben Menschen abwählt. Also sagt, nee, tut mir leid, also der Politiker hat jetzt schon 500 Mal ins Fettnäpfchen ist er getreten, irgendwann mal reicht's. Also der Herr Habeck zum Beispiel, der hat jetzt, also der ist gerade der Fettnäpfchen-Springer, ja. Und also so, da muss man einfach sagen, nee, tut mir leid, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist eben das, was auch jeder einzeln machen kann. Aber ich glaube, das muss man auch den Menschen sozusagen immer wieder darstellen und sie unterstützen, ihnen den Mut geben, dass sie auch
selbst für sich verantwortlich sind, aber auch was machen können. Viele sagen ja auch, ja, dann gehe ich nicht wählen, ich habe gar keine Lust, ich habe überhaupt kein Stimmrecht und. Also ich glaube, es wird auch vielleicht von unseren Medien so indoktriniert. Aber ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist angelernte Hilflosigkeit. Das ist ein psychologisch vollkommen wunderbar untersuchtes eine Eigenschaft. Man kann das bei Hunden wunderbar nachprüfen, wenn die werden in eine Situation gebracht, wo sie nichts gegen einen Negativreiz machen können, und dann werden sie irgendwann gegenüber diesem Negativreiz einfach, ja, sie akzeptiert ihre Hilflosigkeit dagegen. Und wenn man sie dann in eine Umgebung wieder gibt, in der sie was dagegen machen könnten, dann haben sie diese Hilflosigkeit schon angelernt und sie machen trotzdem weiter nichts dagegen. Also wir werden ganz klar auch ein Stück weit in eine Position psychologisch gebracht, in der wir immer wieder lernen zu sagen, man kann ja nichts dagegen machen. Es bringt ja sowieso nichts. Das ist auch bei den Demonstrationen, höre ich das immer wieder. Die Leute demonstrieren zwar gegen was, aber gleichzeitig sagen sie, naja, aber man kann ja trotzdem nichts dagegen machen. Und ich weiß nicht, wie man diese angelernte Hilflosigkeit wieder auslernen soll. Ich glaube, es braucht einfach Erfolge. Das ist jetzt für die Leute hier vielleicht nicht unbedingt wahnsinnig nachvollziehbar, aber für mich, wir sind von München steht auf seit einigen Jahren schon im Protest und wir haben gegen die Impfpflicht angefangen, und ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn nicht so viele Menschen in Deutschland demonstriert hätten, dann hätten wir eine Impfpflicht in Deutschland. Ja, das glaube ich auch. Das waren die Montagsdemos. In München waren es die Mittwochsdemos. Genau, aber sonst in München waren es die Mittwochsdemos. Viele von uns auch vom Land sind immer montags und mittwochs gegangen. Also definitiv glaube ich auch. Und da sind viele Menschen auf die Straße. Und es war wirklich deutschlandweit. Und es war weltweit. War weltweit. Und das ist auch genau das, und das sehe ich genauso. Also bei extremen Situationen steht der Souverän auch auf und sagt bis hierhin und nicht mehr weiter. Und wir werden jetzt sehen, ich meine, WHO, wissen wir, haben wieder unsere großartigen, nicht informierten Politiker für die WHO gewählt, leider Gottes. Und wir werden sehen, was die nächste Pandemie bringt. Aber wir haben jetzt wieder mehr Macht dieser WHO gegeben, die schon während der Pandemie einen Fehler gemacht hat. Also das ist... Also man kann ja noch darüber streiten, ob sie jetzt einen Fehler gemacht hat oder nicht, aber eins ist eindeutig, sie ist vollkommen undemokratisch. In der WHO bestimmt der am meisten Geld gibt, und das sind einmal die Amerikaner, andererseits die Bill und Melinda Gates Foundation. Die Deutschen sind auch noch recht weit oben, was das Geld angeht. Aber eins ist, völlig unabhängig davon, wie man die Arbeit der WHO beurteilt, sie ist eindeutig undemokratisch, und wenn demokratisch legitimierte Parlamente und Regierungen Machtbefugnisse an eine undemokratische WHO abgeben, dann sollte man eben dem gegenüber kritisch stehen, völlig egal, was man von der WHO als Organisation sonst hält. Ja, und da würde ich auch noch gleich sagen, oh, da ist aber einer mit dem BMW, sehr schön. Kann man auch total gut slicen, also es richtig, macht richtig Spaß. Ja, also ich denke mir, ja, sehr schön. Also er hat aber nicht, leider nicht hinten, ist er nicht weggegangen. Also es ja, wäre schöner gewesen noch. Macht übrigens, mein Stiefvater hat das immer gemacht. War aber auch Rennfahrer, also insofern ein anderes Thema. Die WHO wird auch geführt von einem Tedros. Und wenn man einfach sich mal anschaut, was der für ein Leben hat und was der in seinem eigenen Land in Äthiopien gemacht hat, wo er währenddessen die Cholera war, wirklich eigentlich Menschen umgebracht hat durch seine Politik als Gesundheitsminister, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wow, quod erat demonstrandum, ob das ein richtig guter Mensch ist oder nicht. Gut, aber da müssen wir natürlich eigentlich wieder gar nicht so weit weggehen, da können wir eigentlich auch hier wieder bleiben. Ich wollte es vorhin schon sagen, bei der Annalena Baerbock, da kann man doch auch fragen, ist das eine Politik, die Menschenleben rettet oder die Menschenleben potenziell ungerechtfertigt in Gefahr bringt? Und ich kann es nur noch mal anbieten, jeder, der dort eine andere Meinung zu hat oder vielleicht auch was anderes zu sagen will, kann gerne ans Mikrofon auch kommen. Ich möchte nur kurz daran erinnern, dass die Annalena Baerbock aufgezeichnet wurde, wie sie gesagt hat, wir sind im Krieg gegen Russland. Und das war sie als deutsche Außenministerin. Also wir haben eine Außenministerin,
die einfach mal in so einer Runde sagt, also wir sind nicht hier im Krieg gegeneinander, sondern wir sind im Krieg gegen Russland. Und natürlich müsste Olaf Scholz die danach sofort rausschmeißen. Also meine Außenministerin, die sagt, wir sind im Krieg mit Russland und wir sind nicht im Krieg mit Russland, das ist einfach nicht tolerierbar. Da kann man dann die Frage stellen, ist das ein Versehen gewesen? Sehnt sie einen Krieg mit Russland herbei und sagt deswegen solche Sachen? Ist es einfach nur ein völlig undiplomatisches Verhalten, aber völlig egal, was es ist. Sie ist auf jeden Fall nicht mehr für die Stelle des obersten deutschen Diplomaten geeignet. Und da sollten wir eigentlich eben relativ schnell übereinstimmen können. Da sollten wir nicht groß über politische Ideologien reden müssen, sondern einfach nur sagen, also eine Außenministerin, die sagt, wir sind im Krieg mit Russland, die ist nicht mehr haltbar. Vor allem eine deutsche Außenministerin, die das sagt, ist nicht mehr haltbar. Ja, aber das hätte ja normalerweise, wenn wir jetzt sagen, normalerweise müssten die Politiker, die im Bundestag sind, hätten sofort ihr Veto einlegen müssen und sagen müssen, absolutes No-Go, geht nicht, muss weg. Und es wurde nicht gemacht. Also da muss man auch wieder sagen, muss es von unten kommen, dass man sagt, der Souverän muss dann eben hier einen Volksentscheid machen und sagen, hier, tut mir leid, diese Frau ist nicht wirklich für Verhandlungen die Hand reichen, sondern eher für den Krieg. Die weiß auch gar nicht, was Krieg ist. Also sie war noch nie im Krieg. Ich war selbst im Krieg. Ich weiß, was das heißt. Es ist immer auf beiden Seiten der Horrortrip. Und zwar auf allen Seiten, egal wo es ist. Deswegen, jeder, der sowas sagt, muss ich ganz ehrlich sagen, wie der Todenhöfer das ja auch gesagt hat, ja, der hat es ja auch miterlebt. Jeder Krieg ist nur Zerstörung. Und deswegen immer die Hand reichen, immer Verhandlungen führen, so schnell wie möglich. Weil jeder einzelne Tag, wo keine Verhandlung geführt worden ist und noch nicht der Frieden wirklich an dem Verhandlungstisch gemacht worden ist, jeder einzelne Tag tötet Menschen. Ja, und da kann man natürlich auch noch das Argument des Friedensgebotes mit reinbringen. In der Präambel des Grundgesetzes steht das Friedensgebot und in dem heißt es, wir haben dem Frieden zu dienen und das heißt natürlich besonders unsere Regierung hat dem Frieden zu dienen. Und da möchte ich jetzt noch kurz erwähnen, dass die Chinesen einen 12-stufigen Friedensplan veröffentlicht haben. Und der gesammelte Westen hat darauf reagiert, indem sie gesagt haben, es ist jetzt nicht die richtige Zeit für Waffenstillstandsverhandlungen. Und ich kann nicht über andere Regierungen reden, aber die deutsche Regierung ist dem Friedensgebot verpflichtet. Und das Friedensgebot sagt für mich ganz klar, wenn irgendwo Krieg ist, dann ist die richtige Zeit für Waffenstillstandsverhandlungen. Ich sage das auch beim Münchner Mittwochsumzug immer wieder. Es wird auf Verhandlungen hinauslaufen. Alles andere ist eine völlige Illusion. Unsere Medien wollen uns teilweise noch weismachen, dass die Ukrainer die gesamten Gebiete inklusive der Krim militärisch wieder zurückerobern können. Das ist meiner Meinung nach völlig illusorisch. Wenn man das akzeptiert, dann sagt man, okay, es wird auf Verhandlungen hinauslaufen. Dann kann man noch argumentieren, dass die Ukrainer vielleicht eine bessere Verhandlungsposition erreichen können, indem wir ihr noch mehr Panzer schicken und indem die Ukrainer noch mehr Menschen auf dem Schlachtfeld verheizt, um eine bessere Verhandlungsposition zu erreichen. Und das ist vielleicht auch für die NATO ein vernünftiger Ansatz, aber für die deutsche Regierung ist es eben kein grundgesetztauglicher Ansatz, denn die deutsche Regierung ist dem Friedensgebot verpflichtet und das sagt, man muss sofort sich für Verhandlungen einsetzen. Man kann nicht sagen, ich liefere jetzt noch 1-2 Monate Waffen, um dann einen besseren Zeitpunkt zu haben, um mich für Verhandlungen einzusetzen. Nein, das Friedensgebot sagt eindeutig, wenn irgendwo Krieg ist, dann hat die deutsche Regierung die Verantwortung, sich für Verhandlungen einzusetzen. Ja, sehe ich genauso und es ist, jeder Frieden wurde immer nur mit Verhandlungen geschlossen und wie du sagst, also die Präambel sagt es schon und es ist eines für jeden Menschen, wenn man in einem Diskurs ist oder sich gegenseitig anschreit, ja, dann ist es letztendlich immer ein gegenseitiges Wo stehst du, wo stehe ich, wo können wir einen Boden generieren, wo wir auf einem neutralen Boden sind, wo wir uns neutral unterhalten, wo wir neutral miteinander normal reden und sagen, okay, was sind deine Ideen, was sind meine Ideen und um dann wirklich in einer Mediation, vielleicht sogar mit einem Mediator,
wo man dann wirklich wieder den Frieden generiert. Und das ist bei Menschen so und es ist bei Regierungen so, es ist eigentlich überall so. Und jeder Krieg und jeder Streit, der ausufert, indem man dem anderen irgendwie wehtut, ist einfach immer Zerstörung. Und ja, ich meine, die Präambel sagt es ja schon. Die Präambel sagt es und wir haben einen Krieg gehabt hier. Deutschland hat 2 Weltkriege gehabt. 2-mal ist in Europa gab es einen Weltkrieg. Und wir haben Krieg gehabt und die Menschen scheinen das nicht mehr zu wissen, was Krieg heißt. Es ist nur Zerstörung. Es ist vielleicht für die Waffenindustrie ein Add-on, weil man viel verkaufen kann. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, Jemen zum Beispiel, seit Jahren herrscht dort der Krieg. Und es sind nicht die Jemer, die gegenseitig sich sozusagen die Köpfe einschlagen, sondern du hast die Iraker, die Ägypter und die Saudis. Die wollen unbedingt irgendwelche Ressourcen haben. Und das ist einfach, das ist gegen den Menschen, gegen die Menschlichkeit und gegen den Humanismus. Ja, und bei dem Ukraine-Krieg ist es eben so, dass bei uns einfach gesagt wird, man kann mit Putin nicht verhandeln, deswegen muss man sich auf die Seite auf die richtige Seite schlagen. Das ist in dem Fall die Ukraine. Aber das ist eben eine Position, die Regierung von Deutschland nach der Präambel des Grundgesetzes überhaupt nicht einnehmen darf. Das ist eine grundgesetzwidrige Position. Und das ist aus einer sehr vernünftigen Überlegung damals entstanden. Ich habe das in letzter Zeit im Öffentlichen, da gibt es eine Doku, Können wir Krieg? Und da wird dann gesagt, dass im Grundgesetz eben vieles so formuliert wurde, weil die damaligen Gründer, die Väter des Grundgesetzes und Mütter des Grundgesetzes, den Generälen so stark misstraut haben, aus der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges. Und da wird in dieser Doku gesagt, das hat sich aber mittlerweile überlebt. Das ist heute nicht mehr so. Und meiner Meinung nach ist das eine sehr, sehr gefährliche Hybris, wenn man behauptet, die Weisheiten des Grundgesetzes, die bräuchten wir heute nicht mehr, weil heute sind wir schlauer, als wir damals waren. Meiner Meinung nach sollten wir uns an die Weisheiten halten und das heißt, als Deutschland haben wir nicht die Möglichkeit zu sagen, wir stellen uns auf die Seite der Ukraine, weil das ist die richtige Seite. Das können vielleicht andere Länder machen, die nicht die Geschichte wie Deutschland haben, aber als Deutschland haben wir die Verantwortung zu sagen, wir tun alles, um Verhandlungen zu ermöglichen und das heißt, sich nicht mit Haut und Haaren auf eine Seite zu stellen, denn dann kann man nicht mehr verhandeln. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt schon 7:05. Dann beende ich hiermit die Versammlung und die sind auch weg. Also herzlichen Dank und dann hoffen wir, dass viele Menschen hierher kommen und wirklich aktiv mitgestalten, weil wir können nur alle gemeinsam gestalten und die Zukunft gestalten. Und es macht, München steht auf, immer, jeden Mittwoch und fast jeden Freitag eben als Open Mic. Also ja, erstmal vielen Dank für die Erwähnung. München steht auf, jeden Mittwoch ab 18 Uhr irgendwo auf den Straßen von München unterwegs. Wenn man mal vorbeischauen will, einfach München steht auf in die Suchmaschine eingeben. Ihr findet uns bestimmt. Und als letztes, ich habe jetzt gerade das Argument gebracht, warum eben die Politik der deutschen Regierung grundgesetzwidrig ist, weil sie sich nicht an die Präambel des Grundgesetzes hält. Und wenn eine Regierung grundgesetzwidrig ist, dann hat eben die aktive Zivilbevölkerung die Verpflichtung, sich irgendwie dagegen zu wehren und die Regierung wieder grundgesetzkonform zu bekommen. Die Verantwortung haben natürlich vor allem die Journalisten, die nehmen diese Aufgabe im Moment nicht unbedingt wahr, aber die Bürger haben eben auch die Aufgabe. Und das kann man in Gesprächen machen, das kann man, indem man bei München steht auf, mitläuft, das kann man auf viele Arten machen. Journalisten anschreiben, Leserbriefe schreiben, es gibt so vieles, was man machen kann. Ja, vielen Dank. Und deswegen machen wir es.
Ja, was soll ich sagen? Ich meine, weißt du, was mich mal interessiert hat? Das hat mich schon lange interessiert. Wollen es noch weniger werden? Du, wenn ich eine Minderheit bin, dann muss ich da so viel Hirn haben, dass ich wissen muss, ne, dass ich die Ursache für die Mehrheit bin. Sie haben sich doch selber so wenig gewählt. Ne? Hätten sie sich mehrer gewählt, dann wären sie gar keine. Ne? Aber ich habe es ja in der Schule gelernt. Gell? Wir haben es ja gelernt, du wirst es auch gelernt haben, oder? Dass die Demokratie, die gehört halt einmal der Mehrheit. Von Minderheit war nicht die Rede. Okay? Ja gut, ein Minderheitenschutz. Aber wie lange sollen wir es noch schützen? Okay? Da muss ich irgendwann einmal eine Ruhe sein. Also wenn du mich fragst, ich brauche keine Minderheit, aber das muss ja jeder selber wissen. Weißt, ich sage immer so, weißt du, wenn wir in diesem Land überhaupt noch einmal was bewegen wollen, überhaupt, hey, also wenn es überhaupt möglich war, hey, dann sage ich, müssen wir höllisch aufpassen, dass wir von den Minderheiten nicht überschwemmt werden. Hey. Weil wenn einmal so eine Minderheit die Mehrheit hat, dann gnade uns Gott. Hey. Dabei ist in diesem Land, sagen wir es doch mal ehrlich, kein Mensch, ich weiß, ich verstehe es nicht, kein Mensch ist gezwungen, eine Minderheit zu sein. Jeder hat das Recht, sich der Mehrheit anzupassen, hey, anzuschließen und sich dann anständig zu benehmen. Ja, da, sind wir nicht besser, kannst du mir irgendein Großprojekt, einen Großflughafen oder irgendein Atomkraftwerk nennen, was diese Minderheiten verhindert haben? Ja, was wollen sie nachher noch? Wenn sie nichts verhindern? Ja, dann müssen sie doch einmal nachdenken. Ja, weißt du, ich weiß auch nicht, verstehst du, diese Minderheiten, die haben auch charakterlich, ich kann es nicht anders sagen, schau her, was hat denn einer der Rudi da? Der Rudi hat ihnen überhaupt nichts getan, bloß weil er ein Bentley fährt. Hey, der Bentley ist ein schönes Auto, da darf sich eine Mehrheit auch Finger abschlecken, wenn es sowas hat. Hey, da ist doch kein Grund, dass ich so ein Auto abfackel. Aber der Rudi sagt, der ist auch scheißegal, er ist versichert. Hey, der Rudi verdient so viel Geld, dass er sagt, dem geht die ganze Demokratie am Arsch vorbei. Hey. Das darfst du mir schon glauben. Ich meine, weißt du, das sind für mich, um das abschließend zu sagen, wer ist denn das, der Weibe schreit? Wer bläht denn alle? Wer bläht alle? Die sind Minderheiten, die sind so Singles, Querulanten, also Einzelgänger, Individuen, Subjekte, okay? Und lauter solche, nein, die Mehrheit sagt ja nichts. Verstehst? Die sind ruhig. Ja, Moment einmal, sei mal ganz stark. Jetzt hast du es gehört. Das ist die schweigende Mehrheit. Aber vielleicht ist es wie sehr oft bei Menschen, die haben ja auch einen Job und die wollen ja den Job nicht verlieren. Und wenn sie ja dann wirklich die Wahrheit sagen, in Anführungszeichen, dann kann es ja sehr oft sein, dass es Repressalien bekommen und dann haben sie keinen Job mehr. Also insofern, was kann man dagegen machen? Ja, also ich meine, ich kann ja nicht irgendwas schreiben, wo ich vielleicht gar nicht dahinter stehe. Und das ist ja so. Okay, das heißt also, vielleicht sollte man da auch eine gewisse Neuorientierung machen, dass man wirklich diese alten Strukturen aufbricht und vielleicht auch junge Leute mit reinbringt und vor allen Dingen nicht die jetzt sozusagen an den oberen Positionen sind, dass die öfters mal wechseln, was ja bei uns auch ist, weil im Allgemeinen in der Politik bleiben ja Menschen immer an Positionen haften, so wie Gollum, die, so mein Schatz mäßig, ja, der am Ring haften bleibt. Aber wie kann man das aufbrechen? Also es gibt ja, glaube ich, einen Leuchtturm, ja. Und was ist die Idee dieses Leuchtturms? Was machen die? Und die sind ja schon länger und sind länger aktiv und versuchen sozusagen eben diesen Neubeginn bei den Medien mit einzuführen.
meinst du denn, dass es irgendwann mal auch Früchte hat? Ja, ich hoffe, dass das Früchte hat. Ich meine, da laufen ja Verhandlungen und wie sagt man, Anzeigen per Gericht. Und dann muss man das halt auch mal bearbeiten und nicht rauszögern. Und vor allem sollten halt die Chefs der Medien nicht nur Leute einladen, die das nachplappern, was die Regierung sagt, sondern auch Leute, die andere Meinungen haben, eben in der Zeitung schreiben oder am Fernsehen reden lassen. Man hat ja Leute schon ausgeladen, die reden wollten, ganz am Anfang in Corona, mit der Begründung, der arbeitet ja nicht mehr, der kann ja nichts wissen. Ja, und das geht ja gar nicht. Ein Professor, der sein Leben lang gearbeitet hat und immer anerkannt war, den kann man nicht ausladen, weil er nicht mehr arbeitet. Also das geht gar nicht. Ja, da gibt es ja in Österreich gibt es ja Servus TV. Die haben ja auch sehr, sehr interessante Darstellungen von besonders von Corona gemacht und sind rumgereist und haben sich wirklich Informationen geholt. Da muss ich auch, sehe ich genauso wie du. Da hat leider Gottes unsere öffentlich-rechtliche Medien haben da leider Gottes wirklich, ich würde mal sagen, Note 5,5 gehabt. Also 6 ist sowieso, also 5 ist eigentlich schon durchgefallen. Aber wie kriegen wir jetzt unsere Medien dazu, dass sie wirklich wieder die Note 2 oder 1 bekommen? Weil ich meine, das ist ja eigentlich das Ziel. Also alle Meinungen in der Öffentlichkeit sprechen lassen, in der Zeitung schreiben lassen und nicht einfach nur einseitig, wo die Regierung ja von der Wirtschaft gesteuert ist, bringen lassen, das geht einfach nicht. Man muss einfach alle einladen und alle Meinungen, man muss die Bevölkerung informieren nach allen Seiten einfach informieren, ja, und nicht nur einseitig informieren und die glauben dann, dass das alles richtig ist. Ist eben nicht richtig, kann gar nicht richtig sein. Also das heißt, die Vielfalt fehlt da einfach. Ja, die Vielfalt fehlt, genau. Ich schaue keine Nachrichten mehr, ich lese keine Zeitung mehr, weil was da drin steht, das ist ein Geschäft. Das ist ein Zeitung und Fernsehnachrichten ist ein Geschäft und nichts anderes. Das ist nicht die Wahrheit und nicht das Richtige. Ja, es gibt ja ein Sprichwort, die Lügen wie gedruckt. Das scheint ja wohl schon immer so ein Geschäft zu sein, oder? Also ja, man hat schon immer ein bisschen der Wirtschaft nachgeguckt und den Politikern, aber nicht so wie heute. Also das fällt einem ja wie die Schuppen von den Augen. Okay, wir haben da hinten irgendwie auch was. Was ist das? Auch eine, ich weiß nicht, auch irgendwie... Ach so, ja, aber es wäre eigentlich ganz nett, wenn die hierher kommen. Kann ich dir das mal kurz übergeben, dann gehe ich mal mit denen und rede mit denen. Diesen Typen kennen wir ja, vielleicht hat er was damit zu tun.
Aufregung auch sein mag, so unschön waren die Begleiterschaft. Desinformationskampagne. Mit Wörtern und Begriffen, die Befriedswilligung kaputt machen. Antiamerikanismus, Verschwörungstheorien, sind ein bisschen viel. Ganz stark in diesem Kreis sind Verschwörungstheoretiker und Verschwörungstheorien, das ist ein Kampfbegriff. Die rechte Ecke mit diesem Bericht. Die haben Angst vor mir und so haben die Medien in Deutschland. Als Querdenker stehen Sie da. Neue Töne von der neuen Friedensallee. Ja, diese Person will jetzt die Polizei rufen, weil ich an diesem Spät ist, was der Staat ein eigenes Sender sagt, was du meinen und denken darfst. Doch mit Leib übersenden, machst auf welcher Seite du stehst für mich. Weil du als nächstes hast alles schwarz-weiß, gut und böse. Sie wollen den Verstand verpesten zwischen den normalen Menschen, Hass und Kämpfe anzuzetteln. Das Massenchecken beginnt sich abzuwenden von transatlantisch vernetzten Propaganda-Gazetten. Sie hetzen, denn sie haben Angst vor Menschen, die anders denken und das versprechen, was sie denken. Die anfangen, andere anzustecken, versucht sie abzudrängen, abzugrenzen, an die Wand zu stellen. Doch jetzt beginnt sich das Blatt zu wenden, sagt bye-bye NATO-Presse. Die auf Friedenstrauben schießen und mit Euphorie und Euphemie die Kriege formulieren für die Ziele der Eliten. So füllte die Druckerpatronen mit dem Blut von unseligen, unschuldig Toten. Sie schießen ideale Kugeln, feuern mit Kampfbegriffen, mit einer Zeit in Dämmern Leute verteufeln, die anders denken. Ideale Kugeln und feuern mit anzustiften, denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Ideale Kugeln mit Blut verschmierten Texten, ich werde niemals schweigen, er muss sich widersetzen. Ideale Kugeln versuchen, meine Friedenstaube kommt für den Schuss und sichere West. Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges. Journalisten im Dienste der Propaganda. Ganz alle diese Zeitungen nur so was wie die Lokalausgaben der NATO-Presse stellen. Diffamiert einseitige Berichterstattung. Das mit der Wahrheit. Egal. Die Medien schießen auf die Friedensbewegung, verhält sich nach dem Motto: Stell dir vor, es ist Krieg und kein Land heute. Sagt irgendwie die Friedens. Eine Vielfalt darstellt. Und aber eben miteinander, ohne dass man sich gegenseitig irgendwie anschießt oder sich cross ist, wie man so gut im Englischen sagt, sondern dass man wirklich dem anderen auch zulässt und seine Meinung zulässt.